Okay, also mein Name ist Michael Lanzinger, habe an der Universität Linz Rechtswissenschaften studiert, sieht schon einige Zeit aus, war dann im Institut für multimediale Linzer Rechtsstudien beschäftigt, ungefähr 4 Jahre, und bin dort das erste Mal mit E-Learning in Kontakt gekommen und bin dann vor 2,5 Jahren in die Praxis gewechselt, bin seither bei der Kanzlei Magister Bonelli in Wels, Oberösterreich, Rechtsanwaltsanwärter, habe, sage jetzt mal, zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade meine Rechtsanwaltsprüfung geschafft und arbeite zurzeit noch daran, eine eigene Kanzlei dann im Sommer 2016 zu eröffnen. Nebenbei bin ich nach wie vor als Lehrender, also als externer Lektor an der Universität Linz tätig, im Bereich Internetrecht, beziehungsweise am Wifi in Linz Internetrecht, und habe jetzt eben auch eine Zusammenarbeit mit der Universität Graz begonnen, ebenfalls im Bereich Internet und Urheberrecht, unter anderem mit der TU über einen MOOC, beziehungsweise jetzt auch mit der Kunstuniversität Graz, ebenfalls im Rahmen einer Lehrveranstaltung, die eDidaktik heißt. Ja, von den rechtlichen Schwerpunkten her bin ich in einer Wald- und Wiesenkanzlei, wenn man so sagen kann. Allerdings ist mein persönliches Interesse sehr stark mittlerweile aufs Internet und Medien und auch Urheberrecht zentriert, einfach weil mich Software und Hardware generell interessiert, ich da den Zugang zum E-Learning gefunden habe und dementsprechend mich da rechtlich sozusagen jetzt versuche zu verbreiten und das auch in Zukunft gerne machen möchte. Zurzeit die provokanteste Aussage, die man sicher treffen kann, ist das: Es ist ja mit 1.10.2015 die Urheberrechtsnovelle in Kraft getreten, und was mich persönlich etwas stört an dieser Sache, ist das, dass wir sehr starke Digitalisierung der Gesellschaft haben, und zwar dahingehend, dass wir immer mehr dazu übergehen, Bücher als PDF zu kaufen. Man, das Buch hat sicher nicht ausgedient, genauso wenig wie die CD, aber trotzdem, wir gehen dazu über, Dinge rein als Software, also als Daten zu kaufen. Und es ist eigentlich sehr interessant, dass, wenn man sich das anschaut, diese Daten, was man da kauft, passt nicht mit dem Eigentumsbegriff zusammen, sondern es ist eigentlich ein Nutzungsrecht. Gleichzeitig wurde eben das Urheberrecht, wurde die sogenannte Privatkopie, also die Möglichkeit, Inhalte privat zu verwenden, ohne jetzt einen Urheber zu fragen, verschärft. Und wenn man sich das anschaut, klafft das eigentlich immer mehr auseinander. Also auf der einen Seite immer mehr auch dieser Generalverdacht der unter Anführungszeichen Raubkopierer, wobei Raubkopie einfach juristisch gesehen, muss man jetzt sagen, ein Blödsinn ist, und andererseits aber immer mehr die Entwertung von einem Eigentumsrecht, dem man eigentlich gewohnt ist. Und das ist etwas, was mich persönlich auch ziemlich stört, weil auf der einen Seite wird man sozusagen staatlich gesehen doch etwas zur Kasse gebeten, und andererseits von der Wirtschaft her bekommt man eigentlich nicht mehr diese Rechte, die einem suggeriert werden. Also wenn ich heute in einem Online-Shop etwas kaufe, dann ist das kein Kaufvertrag, sondern es ist ein zeitlich begrenzter, höchstpersönlicher Nutzungsvertrag. Kann ihn nicht weiterverkaufen, kann es nicht verschenken, kann es nicht vererben. Und das ist meines Erachtens ein Problem, wo wir uns den nächsten Jahren damit stellen müssen, und vor allem, das meines Erachtens auch ziemlich totgeschwiegen wird. Also hinter dieser These steht, das ist jetzt so mein Eindruck, eben wo ich mich sehr stark mit der Urheberrechtsnovelle beschäftigt habe, einerseits die Verschärfung der Privatkopie. Früher war es ja so, dass man grundsätzlich Kopien auch aus dem Netz sozusagen ziehen konnte zum privaten Gebrauch. Das ist etwas, was im Netz eigentlich sehr umstritten ist. Wenn man aber ans Radio denkt, ans Fernsehen, es würde nie jemand auf die Idee kommen, dass er sagt, ein Videorekorder ist ein urheberrechtliches Problem. Ein Musikdownload für den rein privaten Gebrauch soll ein Problem sein. Jetzt einmal Peer-to-Peer-Sharing, also Weitergabe ausgenommen. Nichtsdestotrotz ist es eben jetzt verschärft, also dass es nicht mehr aus einer offensichtlich rechtswidrigen Quelle stammen darf. Und was damit in Verbindung ist, wenn man sich die Vergütung anschaut beim Urheberrecht, hat es ja diesen Festplattenstreit gegeben, also quasi soll jede Festplatte also eine urheberrechtliche Abgabe sozusagen erhalten, was jetzt im Urheberrecht festgehalten ist, wo man sagen muss, damit stellt man letztlich die Bevölkerung unter Generalverdacht, etwas, was für mich als Jurist auch aus dem Strafrecht heraus gesehen, wo man sagt, unschuldig bis die Schuld bewiesen ist, gut, kann man jetzt nicht direkt in Zusammenhang bringen, aber trotzdem ist schon nicht unproblematisch. Also auf der einen Seite dieses, wenn eine Festplatte irgendwo verbaut ist, und Festplatten haben wir heute überall verbaut, also auch in Handys, und egal, ob ich sie für Privatkopien nutzen möchte oder nicht, ja, die mir ja nach wie vor freistehen,
werde ich jedenfalls zur Kasse gebeten. Das sind zwar geringe Beträge, aber es macht trotzdem das Kraut fett. Und meines Erachtens ist das jetzt auch sehr stark provokant gesagt, eine Aufrechterhaltung des Status quo, dass quasi weiterhin die Einnahmen kommen, diese Vergütungen, die früher von der Leerkassettenabgabe waren. Mittlerweile kauft einfach niemand mehr wirklich Datenträger. Jetzt gehen wir es halt auf die Festplatten ein, damit da weiter das System am Laufen gehalten wird. Und in Wirklichkeit wäre es meines Erachtens an der Zeit, auch im Sinne des, dass es eine Entwertung des Eigentumsrechts gibt, dass wir uns einfach ein neues System überlegen. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Apple. Ja. Wenn man jetzt 10, 15 Jahre zurückgeht, was war ein großes Problem? Naja, MP3-Downloads. Es ist kriminalisiert worden von der Wirtschaft in Wirklichkeit, obwohl das gar nicht so tragisch ist. Ja. Und dann für mich so ist Apple gekommen und hat iTunes aufgebaut, was plötzlich möglich war, einzelne Lieder um de facto wenig Geld zu kaufen. Die verdienen Milliarden. Und auf einmal ist das nicht mehr wirklich das Problem. Und Streaming-Dienste wie Netflix, die machen das vor, dass das anders auch geht. Meines Erachtens, der User will ja nicht unbedingt den illegalen Weg, unter Anführungszeichen illegalen Weg oder den billigsten Weg, sondern er will einen preislich gesehen fairen Weg und vor allem einen einfachen Weg. Und wenn ein Streaming-Dienst, wo ich etwas zahle, die einfachere Lösung ist, dann wird er sich meines Erachtens auch nicht irgendwas mühsam von irgendwelchen Sharing-Portalen suchen, macht auch keinen Sinn. Ja. Auch ich bin der Meinung, wenn es ordentliche Streaming-Dienste gibt, oder auch ich kaufe meine Musik ja über iTunes, anders macht es keinen Sinn. Man hat dort den legalen Download um eben wenig Geld meines Erachtens oder um einen fairen Preis und damit löst sich das Problem. Was wir noch in den Griff bekommen müssen, meines Erachtens, ist wirklich diese Frage mit Nutzungsrecht versus Eigentumsrecht, dass wir da eine gute Lösung finden, dass sozusagen diese Entwertung nicht ganz so tragisch ist, meines Erachtens. Naja, zurzeit wird die Gesellschaft durch diese These leider noch nicht genug verändert. Worum es mir geht bei dieser These, wo ich auch sehr gerne weitergebe, wenn der fragt sozusagen, beziehungsweise auch an Studierende, wenn ich dann ins Erzählen reinkomme, ist einfach das, dass man Bewusstsein dafür schafft. Also ich denke mir, heutzutage im Web 2.0, der User ist automatisch auch Content Provider, hat also auch mittlerweile gesetzlich die entsprechenden Pflichten eines Content Providers. Und da denke ich mir, gehört eine gewisse Webmündigkeit sozusagen dazu. Und wenn man sich heutzutage Dinge ansieht, wird sehr viel noch im rechtlich sehr grauen Bereich abgehandelt. Also mein neuestes Lieblingsbeispiel sind da die Power-YouTuber sozusagen, die weiß ich wie viele tausend Klicks haben. Was die machen, ist in den meisten Fällen professionell, ist auf jeden Fall interessant. Ob es jetzt, wenn man es jetzt einer genauen Prüfung unterziehen würde, urheberrechtlich immer so hundertprozentig ist, müsste man sich wirklich ansehen, bin ich mir nicht ganz sicher. Man muss natürlich auch sagen, oder generell muss man sagen, das Internet war vielleicht vor 20 Jahren ein de facto rechtsfreier Raum. Mittlerweile ist es nicht mehr ein rechtsfreier Raum und wie im sonstigen analogen Leben muss man auch hier schauen, dass man entsprechend zumindest die grundsätzlichen Rechte und Pflichten kennt und sich dementsprechend verhält. Insbesondere dann, wenn man sozusagen gestaltend mitwirkt, also das über einen bloßen passiven Konsum hinausgeht. Und da möchte ich einfach das entsprechende Bewusstsein schaffen, eben sei es nur, dass die Leute wirklich wissen, okay, wenn sie jetzt auf Kaufen klicken, irgendwo, dass sie eigentlich nicht das Eigentum erwerben und dementsprechend auch gewisse Dinge nicht tun dürfen. Weil die meisten Urheberrechtsverletzungen geschehen ja nicht aus Bösartigkeit, ganz im Gegenteil, sondern oft aus simplem Unwissen, wo aber dann ziemlich schnell Lizenzzahlungen fällig werden, die dann sehr unangenehm sind. Der Worst Case ist meines Erachtens das, dass sie die Gesellschaft wieder oder sehr stark im rechtlichen Bereich auf ein bloßes Userverhalten zurückzieht. Das bedeutet also, dass nur zum Beispiel nur in sozialen Netzwerken Content Provider sind und sonst einfach nur ganz normale User sind. Also dass wir so ein bisschen Spaltung haben zwischen einer Web 2.0 Nutzung im Social Network Bereich und ansonsten wieder zurück zu Web 1.0. Und da sozusagen die User sich einfach sehr stark Dinge dann diktieren lassen, weil er natürlich versucht wird, logisch von den Wirtschaftstreibenden, ist auch nur verständlich, also da stelle ich auch keine Bösartigkeit, dass man hier natürlich die eigenen Rechte ausweitet, ja,
Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, Unternehmer und Verbraucher, gibt es das Konsumentenschutzrecht. Das soll den Verbraucher schützen. Und genau solche Dinge gehen mir manchmal, gerade im Prinzip in Bezug aufs Urheberrecht, noch etwas ab. Ja? Also wo sozusagen der allwissende Unternehmer, wie es jetzt vom Konsumentenschutzgesetz und Unternehmensgesetzbuch angenommen wird, dem nicht sehr mächtigen User oder in dem Fall Konsument gegenübergestellt wird. Diese Aufteilung haben wir zum Beispiel im Urheberrecht noch nicht oder haben wir im Internetrecht noch nicht ganz. Da behelfen wir uns halt mit dem Konsumentenschutzgesetz. Und was auch ein großes Problem ist, was meines Erachtens sehr wichtig ist, man darf sich als User nicht darauf verlassen, eben, dass das Internet heute noch ein rechtsfreier Raum ist und vor allem, dass ich automatisch in der österreichischen Rechtsordnung bin. Das heißt nicht umsonst World Wide Web und World Wide Web heißt auch vom rechtlichen Standpunkt her. Also ich bin heute mit meinen Anwendungen unglaublich schnell in einem anderen Rechtsbereich, der, wenn man sich zum Beispiel den angloamerikanischen Rechtskreis anschaut, ganz anders funktioniert oder sehr anders funktioniert oder andere, sage ich mal, Traditionen hat rechtliche wie der kontinentaleuropäische Rechtskreis. Und das als User, da sollte man sich durchaus einmal bewusst sein. Und sei es nur, dass ich mir vielleicht einmal ansehe, bei sozialen Netzwerken zum Beispiel, was geschieht eigentlich mit meinen Daten und wenn ich ein Problem damit habe, wo kann ich eigentlich klagen? Ja? Wenn man sich zum Beispiel Twitter ansieht oder Instagram, da tritt man als User die weltweite Nutzung der Inhalte ab. Das ist etwas, das fällt schon ordentlich rein, wenn man sich das mal überlegt, also an meinen Tweets, an meinen Bildern. Eigentlich gebe ich das alleinige Nutzungsrecht, was mir als Urheber zusteht, auch als Privater, gebe ich einfach ab, weil es mir so viel Spaß macht, dass ich das nutze. Und was ich auch immer versuche, Bewusstsein zu schaffen, auch wenn es hart klingt, aber soziale Netzwerke, man ist eigentlich nicht der Nutzer, man ist letztlich die Ware. Das ist nicht deswegen gratis, weil es denen so viel Spaß macht, sondern weil sich die ein Geschäftsmodell davon versprechen. Und wenn man sich die großen sozialen Netzwerke ansieht, die nicht nur über unglaubliche Informationen verfügen, sondern die einfach auch unglaubliche Einnahmen haben. Und das ist mit zielgerichteter Werbung unter anderem. Und für das brauchen sie die User-Daten und die User stellen diese Daten zur Verfügung. Und wenn ich mir auch dessen bewusst bin, auch vom urheberrechtlichen Standpunkt her, glaube ich schon mal, zumindest von dem, was ich mir, ich würde nicht sagen, zur Aufgabe gesetzt habe, aber was man da etwas verändern möchte oder was ich weitergeben möchte, durchaus einmal ein Teil geschafft. Also, soweit ich das jetzt gesehen habe und mich auch damit beschäftigt habe, bestehen massive Unterschiede. Und zwar, wenn man sich das Ganze ansieht, wir in Österreich haben das Urheberrecht oder auch im kontinentaleuropäischen Raum, wo man letztlich davon ausgeht, wenn ein Werk durch eine eigenständige geistige Leistung geschaffen wird, dann ist automatisch der Schaffende der Urheber. Das ist sozusagen etwas, das geht nebenbei. Also, da muss man sich nicht mehr bewusst sein. Ja? Wenn man zum Beispiel jetzt eine Klausurarbeit schreibt auf der Universität, ist man deren Urheber und der Professor hat zum Beispiel nicht das Recht, diese Klausur, wenn sie zum Beispiel ganz gut ist, zu veröffentlichen. Nicht einmal unter Namensnennung, weil eigentlich der Student der Urheber ist oder die Studentin und dementsprechend sie über das zu entscheiden hat. Ja? Und das Urheberrecht kann auch grundsätzlich nicht weitergegeben werden, sondern es ist nur vererbbar. Was weitergegeben werden kann, sind sogenannte Werknutzungsrechte, was im Prinzip dann, also das Urheberrecht bleibt bestehen, das reine Faktum, das rechtliche, aber was man damit machen kann gewissermaßen, das kann man weitergeben, kann man auch verkaufen, verschenken. Das ist bei uns im kontinentaleuropäischen Raum so, da sind sich auch die Rechtsordnungen an sich relativ ähnlich. In Amerika haben wir dieses Copyright-Recht. Und das Copyright-Recht ist eigentlich etwas, was bei uns mehr mit dem Markenschutzrecht verwandt ist. Das Markenschutzrecht, zumindest in Österreich, sagte, okay, es gibt ein Urheberrecht, aber man kann sich eine Marke schützen lassen. Das bedeutet letztlich, jemand schafft für mich, sagen wir, ein Logo, eine Wortbildmarke, der ist der Urheber. Ich hole mir von dem die Werknutzungsrechte und lasse diese Werknutzungsrechte dann letztlich separat schützen. Und das ist Markenschutzrecht. Und das ist eigentlich das, was in Amerika das Copyright Law oder eigentlich dieses Urheberrecht, wenn man es so sehen will, ist. Also während ich bei uns keine Schritte setzen muss, um Urheber zu sein, um Urheberrechte zu haben, muss ich in Amerika sehr stark aktiv sein, beziehungsweise haben die auch dieses Fair-Use-Prinzip mehr. Also da sind natürlich Unterschiede. Und was eben problematisch ist, dass natürlich durch die Digitalisierung, durch diese Vernetzung der Welt, diese ganzen Software-Giganten sitzen ja letztlich in Amerika. Das bedeutet, dass einfach diese amerikanische
Rechtstradition immer mehr in den kontinentaleuropäischen Rechtsraum überschwappt. Und für die Zukunft, ich meine, wünschenswert wäre natürlich für alle Juristen auf der ganzen Welt ein einheitliches Rechtssystem. Nur, da muss man sich ehrlich sein, das wird es auch in Zukunft nicht spielen. Also dann, ich glaube, das ist erst dann möglich, wenn man von einem einzigen Weltstaat ausgeht und selbst dann wahrscheinlich nicht, weil man muss ja auch in Österreich sagen, es gibt allgemein geltende Gesetze, Bundesgesetze und Landesgesetze. Also die oberösterreichische Bauordnung ist etwas anderes wie die Steiermarker Bauordnung, gibt es Unterschiede. Also selbst wir in unserem kleinen Österreich sozusagen haben das ebenfalls ja nicht flächendeckend so gelöst und hat auch seine Vorteile, weil es ja regionale Unterschiede gibt. Deswegen einheitliches Rechtssystem wahrscheinlich eher problematisch. Was auf jeden Fall gut ist, aber das meines Erachtens passiert ohnehin immer mehr, ist einfach eine gewisse Rechtsangleichung. Durch die Europäische Union haben wir den großen Vorteil, dass wir auf gewisse Standards im europäischen Recht kommen. Also generell, wenn man sich diese Dinge ansieht, die neueren Gesetze basieren alle letztlich auf EU-Novellen, auf EU-Richtlinien, zum Beispiel das E-Commerce-Gesetz. Das bedeutet auch eine gewisse Rechtssicherheit. Also, dass ich sagen kann, okay, was jetzt in Österreich gilt, gilt grundsätzlich auch in den anderen EU-Staaten, mit regionalen Unterschieden. Und ansonsten gibt es sowieso Staatsverträge und gerade im urheberrechtlichen Bereich, wo ja die Wirtschaft sehr stark dahinter steht, ist auch, glaube ich, da eine treibende Kraft, dass es eine gewisse Vereinheitlichung gibt, selbst mit dem angloamerikanischen Rechtskreis. Warnen nach wie vor eben, dass man sagt, okay, das Internet ist kein rechtsfreier Raum und ist sozusagen nicht ein, habe ich manchmal das Gefühl, ein vereinfachtes Leben, eine Flucht vor der Realität, sondern es ist Realität. Und was mir generell dazu einfällt, zu der digitalen Gesellschaft von morgen, es ist heutzutage oder in diesen Tagen immer sehr stark dieser Streit, das man, glaube ich, sehr gut an einem guten Beispiel festmachen kann, E-Book oder normales Buch, ja, also entweder oder, digital oder analog. Ich sehe das nicht so. Es gibt ja nun mal sonst mittlerweile das Schlagwort Internet of Things, also die Vernetzung von analogen Gegenständen. Und ich glaube, dass die Zukunft nicht zwangsläufig nur im Digitalen liegt oder in einer Rückbesinnung zum Analogen, sondern vielmehr in einer Überbrückung dieser ganzen Dinge. Und wenn man die einmal schafft, sozusagen, dass man auch Zugang hat entsprechend zum Web, dass man Informationen ziehen kann, aber gleichzeitig auch die analogen Werkzeuge noch hat, das war so meine wünschenswerte Reise, wohin es gehen soll, beziehungsweise rein vom rechtlichen Standpunkt her, natürlich, dass sozusagen das Recht im Internet beim User einfach ankommt und dass sich da eine gewisse Rechtsvereinheitlichung ergibt, wo meines Erachtens auch die Europäische Union auf jeden Fall ein wichtiges Instrument dafür sein wird, dass wir uns da, ich will jetzt nicht sagen, gegen Amerika wehren, ja, das wäre zu viel gesagt, aber trotzdem unseren Standpunkt da global auch behaupten. Und ich denke mir, dann sind wir auf einem guten Weg.